Ja, das Elefantenhaus steht jetzt kurz vor der Eröffnung. Und wie bei jeder Großbaustelle, auf die letzte Minute wird irgendwo an irgendeiner Ecke noch, man hört es auch im Hintergrund, ist nicht nur der Wasserfall, noch gearbeitet, noch Pflanzen dekoriert. Die Tiere haben sich schon gut eingewöhnt. Und ich denke, dass ja zur Eröffnung dann hier ein wunderbares, neues, altes Elefantenhaus unseren Besuchern präsentieren können. Ja, für die Elefanten war es eine aufregende Zeit, für uns genauso. Aber sie sind mittlerweile so abgebrüht, aufgrund der vielen Geräusche, die sie gehabt haben, dass ihnen das eigentlich nichts mehr ausmacht. Und mittlerweile fühlen sie sich hier drin halt sehr wohl und auch sicher. Und es ist alles gut angenommen worden, das Badebecken sowieso. Und wie gesagt, so ein Wellness-Tempel, den kriegt nicht jeder. Also wir können rundherum zufrieden sein und wir haben alles richtig gemacht. Das Elefantenhaus in Hellabrunn ist de facto, ja, man kann sagen, der Diamant des Tierparks. Es ist das erste Gebäude 1914 eröffnet worden und hat sich über die Jahrzehnte hindurch gezogen als eines der wichtigsten Gebäude überhaupt im Tierpark Hellabrunn. Und jetzt nach rund 5 Jahren Bautätigkeit können wir im Jahr 2016 das Gebäude jetzt eröffnen und wir freuen uns sehr, sehr auf die ersten Eindrücke und Rückmeldungen unserer Besucher. Unseren Elefantendamen auf jeden Fall hat es schon sehr gut gefallen. Die haben gestern schon angebadet in ihrem neuen Badebecken und haben ihre gesamte Anlage auch im Haus schon erkundet. Und die finden es gut und ich denke mal, unsere Besucher finden es auch ganz toll.